in der letzten Folge. Alter, was haben die für eine Rüstung? Nochmal gehittet? Nochmal? Tot. Nice. Hat wieder keine Hose. Hab ihn, nice. Hab ihn. Schön, ich hab ausgezogen, du hast ihn kaputt gemacht. Ich hab Kuhan gekillt und ihr Boah. Lol. Kollateralschaden. Irgendwie sieht das Mammut aus, als hätte das den längeren. Oh, das muss was kompensieren, das Mammut. Wäre machbar, wenn da nicht so viele Leute wären. Rechts von der Base füllt einer Turrets auf. Yo, ihr seid jetzt dran. Ich hol jetzt gerade nochmal Shadow Stacks, du brauchst auch noch Beam, ne? Zieht euch mal rein, was hier los ist, Leute. Das ist übel. Was machen wir dann jetzt noch, ist die Frage. Ist offen, Gate ist offen, Gate ist offen, Gate ist offen. Turrets down, alles down. Und so geht es weiter. Du schießt noch ein Turret, wenn ich das richtig sehe. Was machen wir dann jetzt noch, ist die Frage. Ist offen, Gate ist offen, Gate ist offen, Gate ist offen. Turrets down, alles down. Lass versuchen, wollen wir eine Schnecke versuchen mitzunehmen? Könnten wir theoretisch. Aber ich kann dann, ich hab so Schiss da reinzurennen. Ich laufe jetzt rein einfach. Okay, ich auch. Achtung, da schießt schon jemand vor. Ich hab halt kein Schild, ne? Ich hab kein Schild. Ich hab ne Schnecke! Lauf! Lauf, 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 lauf! Ich hab ne Schnecke! Lauf, wirf! Lauf, lauf, Achtung, hinter die Raketenwerfer! Ah, fuck, man! Einfach hinlaufen! Helft mir, ihr müsst mich beschützen! Wo sind die Schnecken? Wo sind die Schnecken? Ich hab ne Schnecke! Ah, fuck, man! Ich hab ne Schnecke! Ich hab hier einen ausgezogen! Ich baller jetzt Raketen rein, okay? Ja, lauf, Maulwurf, lauf! Oh, wie lauf, Maulwurf! Alter! Ich renn hier mit der Schnecke durch die Gegend. Hat noch jemand eine Schnecke? Ja, ich auch. Ich getrau mich nicht reinzugehen. Ist einer von euch drin, sonst jage ich noch eine Rakete rein. Oh, hier gibt's grad Krieg. Ich geh jetzt rein, ich geh jetzt rein, ich geh jetzt rein. Ich will auch noch eine Schnecke. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Einfach geradeaus, ruhig. Hab eine. Okay, dann los. Ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Doch jetzt. Nimm Medical Brew, wenn du was. Ich bin gefiert. Wohin? Ich hatte die erste Schnecke. Ich hab auch eine. Ich komme. Wohin? Ich hab keine Fallschirme. Ich hab keine Fallschirme mit dabei, ich fahr jetzt ins Wasser. Wo bist du denn? Ich spring jetzt ins Wasser hier. Ich bin hinter dir, Beam. Ich hab auch eine. Gott. Lauf, ah, fuck. Lauf. Kann ich die? Komm. Weg hier. Raus. Werde beschossen. Die laufen Rinos da alles rum. Oh, Beam, du wirst verfolgt von einem Kerl mit Grappling Hook. Die Schnecke... Geht die follow? Nee. Ich glaube, die ist ziemlich langsam. Oh, shit. Okay, die kommt nicht mehr aus dem Wasser raus, ey. Deswegen darf man mit denen nicht ins Wasser springen. Doch, die kommt jetzt. Komm. Ja. Ah, der Pronto ist bei mir. Weg. So, Schnecke ist in der Base. Der Pronto ist an mir dran. Leon, hast du deine Schnecke weggesaved? Oh, hier sind voll Schnecke viel Gegner. Wo ist die Schnecke? Also ich porte jetzt gerade nach Hause, jetzt in der Sekunde. Achso, meine ist schon in der Base, Annika. Uhu. Ganz was essen. Hab ich auch in die Base geportet. Kannst du ja entgegenlegen, die steht auf dem Teleporter. Hab sie. Fuck, Mann, ich bin falsch. Wo ist unsere Base? Hier, Neon, ich bin hier halt ganz alleine. Ja, warte, wir kommen. Es ist Chuck, Junge. Ich komme, Beam. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Die schießen auf mich. Ich will dich finden. Warte. Warte, ich will dir helfen. Wo bist du? Ich finde das gerade gar nicht so lustig, Leute. Ja, ich komme. Wir haben schon drei Schnecken gesaved. Ist auch eine Schnecke. Gut, Beam. Ich geh da jetzt auch noch mal rein. Ja, nee, ich sterb jetzt hier, weil ich muss die troppen. Oh. Ich weiß nicht, wo du bist. Hier gerade gestorben. Ich suche. Mann! Wo bist du? Ich bin bei dir, Beam. Wo bist du? Ich mach weg. Ich hab die getroppt. Wegen dem Spino. Ja, warte, ich mach den Spino weg. Oh, ich sehe den Spino. Der ist tot. Spino ist tot. Oh, nice. Das ist ein Rex. Ja, den mach ich auch weg. Hol dir die Schnecke, wenn du kannst. Okay. Wir machen ich das hier. Ich geh jetzt nochmal mit Känguru rein. Wie muss ich laufen, dass ich zur Base komme, Mann? Mein Orientierungssinn ist scheiße. Ich hol dich ab. Sobald du die Schnecke hast, sag Bescheid. Ich hab die Schnecke. Okay, dann hier ist Hallo. Ich bin hinter dem Pronto. Hinter dem Pronto. Da ist auch links ist ein Bär von mir. Okay, ich bin hier beim Bär. Siehst du? Ich seh das Känguru. Wo muss ich in welche Richtung? Wo wir uns eben getroffen haben. Okay. Kannst du mit der Schnecke hier einsteigen? Geht das? Müsste gehen. Wo einsteigen? In das Känguru. Einsteigen. Jawohl, ich hab die bestimmt getroppt, oder? Nee, du hast sie. Jetzt bist du. Okay. Rein. Abgang. Go. Oh, wir haben 4 Schnecken. Nein, wir haben 5, ja, oder? Nee, insgesamt haben wir jetzt 6. Ach, 4? 6 Schnecken haben wir? Ja. Wir haben mehr, ich hab noch eine. Lol. Okay, wir müssen gleich wieder zurück. Da sind nochmal so 4 Schnecken Hier, steig aus, ich geh direkt zurück. Okay.
Kann die jemand immer nach Hause supporten? Okay, und ich hole noch mehr. Ja, ich hab auch noch mal eine. Ich komm jetzt. Wo ist die? Da. Liegt da. So, hier, ich muss irgendwie. Ich port erstmal mit nach Hause. Ich muss meinen guten Stuff wenigstens in die Base bringen. Okay. Ja, mach ich. Werf ich noch einen schnell. Wirf! Nein, mach. Ich kann nicht! Nein, zu spät! Egal. Okay, Neon, gehen wir mal schnell gucken. Ja. Oh, ich komme auch gleich nochmal mit. Das war ein Rino. Da sind so ein paar Leute bei unserer Base gerade. Bei unserer Base oder Turret Base? Also nicht bei der Base, bei der Turret Base, ja. Ah, die laufen dann vorbei, die laufen dran. Wir sollten die Dinos dringend nach Hause bringen, ja. Die Tames alle nach Hause, ja. Sofort. Auch mein selber, sofort. Mach ich. Okay, ich hau erstmal meinen ganzen Stuff in den Tresor rein. Peter, okay, haben wir geschafft, ne? Jo. Alter! Ich würde sagen, abgewürdigt. Wahnsinn. So, nach Hause kommen jetzt auch nochmal Tames, 3 Stück. Dann steht jetzt noch der Ven und das Mammut her. Ich renne jetzt mal mit Pillow-Rüstung dahin. Nochmal rein. Sie hauen mir noch einen Vogel Chili, und da hau ich mir noch rein. Also so wie das aussieht, werden da gerade die letzten Reste geplündert. Meinst du, lohnt sich nicht nochmal? Kannst du höchstens einen Spieler killen oder so, wäre vielleicht eine Idee. Oh, stimmt eigentlich. Da laufen halt Rhinos und alles rum, was halt komplett. Ey, also dass wir da einfach reingegrannt sind. Ich hab nur gesehen, dass das Tor offen ist, bin sofort rein. Ich hab wie so ein Verrückter da Raketen reingeballert und dann okay, eigentlich können wir auch reinmachen. Ja. Das hat, Alter. Geil, Mann. Hier ist Metal übel, Junge. Ich gönn jetzt erstmal. Ich suche jetzt erstmal Metal hier. Krieg ich nix. Wollen wir. Ja, sie sollen sich alle zurückziehen, bitte. Ah, ich will wenigstens, ich nehme die Simple Pistol mit, ey. Scheiß drauf. Oh. Wo sind die? Da. Das war so gut. Ich suche noch mein Känguru. Ich hab keine Simple Bullets mehr. Ey, ich hab noch übel gelootet. Wo bist du? Ich bin in der Base hier, ist gerade niemand drinne. Ich kann hier einfach for free. Ich hab grad irgendwie nochmal 1000 Fabi Money gelootet. Alter! Soll ich dich abholen? Ja, hol ihn ab. Ich bin auf dem Känguru, ich kann hier ganz entspannt looten. Komm her. Unsere Turrets haben hier gerade jemanden zerrupft. Shotgun Money nochmal 150 Longneck Money. Ja, ich beeil mich. Soll ich mit Megatherium vorbeikommen? Flak BP ist volles Set. Oh nice, ich hab hier gerade auch die Rüstung gelootet, weil der Typ in unsere Tür. Guck mal, ob du Sättel findest, Oh fuck, ich muss ganz schnell los. Ich muss ganz schnell los, ich hab nur noch 90, ich hab 90 Top, was für 90? 40 naja, Top habe ich. Alles klar. Bin gleich ausgenockt. Okay, dann renne ich jetzt auch nochmal rein. Da ist noch der übelste Loot. Ich renn mit dem Wolf rein einfach. Ja, die verteidigen gerade noch. Wer verteidigt? Weiß aber nicht, wer ist. Das Uno und so? Egal, ja. Jeder ist fein. Jetzt ist jeder fein. Auf alle drauf. Jo, außer sie lassen sich in Ruhe, dann kannst du auch in Ruhe lassen. Weil hey, dann guck mal hast ins Känguru Ruhe. Rein, guck mal ins Känguru. Das habe ich noch gelootet, da ist aber noch mehr. Ich mach da jetzt nochmal hin. Ja. Ah shit, Moment. Kann ich irgendeinen Pillow-Känguru nehmen? Du kannst bei mir mitreiten. Okay, dann reite ich bei dir mit. Ich komme jetzt mal. Muss mal gucken, ob da noch was drin ist. Muss nur gerade ein bisschen noch cool loswerden. Alter, wie krass. Richtig gut. Das war so mit die geilste Action, die ich in Aki hatte. 300 Lazarus, 100 Lazarus 0. Puh. Aber sorry, dass ich vorhin so lachen musste, das war so witzig. Ja, war nachvollziehbar. Ich fand es auch lustig, aber bis zu dem Moment, wo mein Orientierungssinn gefragt war und ich Panik bekommen. Ich habe Panik bekommen, einfach nur. War zu viel für meine Nerven. Aber ich und mein Sack haben dich gerettet. Das klingt falsch. Mein Känguru und ich. Ja, ich habe mich da sehr gebogen gefühlt. Ja, glaube ich dir. So, ich steig bin jetzt ein. Wieder. Okay. Moment. Können wieder los. Okay. Mal gucken, dass wir noch ein paar Reste gelootet bekommen. Ja, guck mal, der ist gerade hier reingelaufen, ey. Sattel wären halt gut, ey. 800 Fabi-Money waren es insgesamt. Okay, das ist richtig wertvoll. Ey, das ging so gut mit der Fab, ne? Es waren die meisten waren so zwei, also gut, die hatten gute Rüstung, so 4-5 Treffer, aber du kannst davon ausgehen, dass die 600 Dura, 700 Dura Rüstung hatten. Jo. Rausgefallen. Was? Oh. Ja, wenn du gegen eine Struktur machst, dann fall ich raus. Bin wieder da. Vorne ist noch eine richtig dicke Schlägerei. Wenn wir das abwarten, können wir vielleicht Sättel looten. Weil ich sehe. Achtung, Rino. Aua. Das tat weh. Mach weg. Ja, ich bin dabei. Oh, ich hasse Rinos. Rino-Sattel haben wir übrigens auch, ne? Ja. Wird da, hinter uns? Vorsicht, der will hier irgendwie. Ich sehe. Was hat er vor? Ja. Dreht ihn? Nee, so kann ich nicht fließen. Ja, das dachte ich mir. Da sind noch Turrets. Wieso machst du nicht in die Base?
Ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Turret gehabt. Vor dem Turret sage ich, vor dem Rhino. Versuch mal noch irgendwie heimlich in die Base zu kommen irgendwie. Ja, ich bring mal hier rüber, da unten rennen noch Spieler rum. Einfach ignorieren jetzt, Kay. Okay, okay. Das sind wahrscheinlich 50 Spieler gerade, plus. Definitiv noch. Solltest du zufällig irgendwie einen Newtie entdecken, dann schrei direkt, weil wenn er uns viert, haben wir ein Problem. Soll ich schreien, bevor er schreit? Ja. Ein Velo von uns ist gestorben. Ja, das vom wilden Wolf. Ja. Okay. Unsere Dinos sind alle zu Hause ansonsten, ne? Ja, ja, boah, was hier liegen auch noch. Reportet. Das war doch mega Erfolg. So, das sind Spieler, das sind Spieler. Okay, steig aus. Hier ist eine unsichtbare Wand. Was ist alles Vorsicht, ey. Ja, lass mal gucken, was wir hier noch. Item Cage. Ja, mit 7. Die werden Bolas. Er hat einen Hit. Oh, ich Trottel hab den Rex gehittet. Oh, dann lock ihn weg. Ich mach von die Base rein, auch oder? Noch Spieler. Boah, der schießt Raketen auf uns. Kommt der hier rein, der Rex? Nee. Alter, was die hier noch alles haben. Ja, Trans Bullet braucht man nicht. Pass mal auf mich auf, die haben übelst viel Sättel. Ja, ich werd hier einfach draufgeschossen. Rex haben sie nix. Spino. Die haben voll viel Spino-Sättel. Okay, pass auf. Beam, hier kommen übel viele Spieler. Pass auf, irgendwie. Da kommt einer zu dir rein. Ja. Okay, ich bin wieder auf dem Weg. Die werfen Poison-Granaten. Ja. Steigst du ein? Einmal gehittet. Ach, was da oben denn? Ich weiß ich nicht. Okay, dann fighten wir halt. Ich hab 4 Spinosättel gerade dabei. Ich geh mal gucken, was da abgeht. Ah, vor der Tür hier, ne? Ja, als ob die. Ich mach gleich wieder rein. Welche Dinos sind da wichtig? Terry's Sattel? Terry's ganz gut, ja. Ja. Ah, Rhino! Ah, oh, warum kam da keine Meldung? Okay! Was denn? Wieso sagst du denn nicht, dass da Rhino kommt? Ich hab's nicht gesehen, sorry. Warum nicht? Das ist in die Base reingerannt! Das konnte ich nicht sehen. Warum nicht? Weil ich es nicht sehen konnte, keine Ahnung. War zu klein. Bist du tot? Noch nicht! Jetzt bin ich tot! Ich hatte 4 Pimp-Spino-Sättel im Inventar. No. Wieso kommt da keine Meldung mit einem Rhino reinrennen? Ich hab's nicht gesehen, sorry, es tut mir leid. Warum hast du nicht gesehen? Oh mein Gott! Da in dem Tresor ist alles voll mit Sätteln, Leute! Ich geh da jetzt mal rein mit dem Känguru. Yo, ich hab einen 230er Rocket Launcher noch gelootet. Oh, sehr nice. Gut. 230! Hab ja. Einen gekillt da draußen. Sendet 3 Rocket Launcher. Haben die noch Perazor-Sattel oder so? Scheiße. Neon, komm mal zu mir, komm mal bitte ja, warte, zu mir. Ich hab grad 3 Leute die Klippe runtergekickt. Ich komm. Ja, ich bin hier vorne, ich halte den Eingang, ich mach Hodor, aber du musst hier looten in der Zeit. Ey, weißt du, wie das gerade ist? Kennt ihr 1, 2 oder 3, wo am Ende die Kinder hier aussuchen durften, die ganzen ja, Spielsachen genau. Und so? So ein bisschen ist das. Ja, aber die Kinder sind dabei nicht gestorben. Ich guck grad durch. Velo-Sattel nehme ich mal noch mit, Trike-Sattel. Trike, Stego. Ja, warte, ich guck durch, Stego. Perazor. Sind UT. Keine Paracer, sind alle Raidinos sind wichtig. UT, auch nix. Rex sind keine, Spino keine. Hallo? Hallo, ja, 100 Armor. Ja. Wenn du es tragen kannst, nimm mit. Was fällt euch noch ein, pronto? Guck mal, gib mal Plattform ein. Ob du irgendwas findest, Plattform. Plattform. Oh ja, 4 Mammutsättel. Nimm die. Normale oder? Ja, Plattform. Ja, nee, normale kann man craften. 25 Armor. Ist zweimal Ascended, einmal Mastercraft. Nimm mit, wir haben, dann ja. Machen wir Mammut-Armee. Das ist das Wichtigste von allen. Gasback-Sattel habe ich halt auch welche, damit können wir auch soaken, ne? Jo, aber Mammut ist halt schon geiler nochmal. Ist ein bisschen flexibler. Okay, ja, jetzt ja. Ab nach Hause. Die Mammut-Sättel sind so geil, weil wir haben Mammuts vor der Hütte wie Holz. Ja, Sekunde, ich guck einmal noch durch hier. Ja, gib Gas, Neon, Alter. Ich mach hier wirklich Hodor. Die ganze Zeit. Nee, ist wirklich jetzt. Komm sofort jetzt nach Hause mit dem Mammutplattform, Alter. Wow, shit. Nicht gierig werden, ja, bitte. Lass laufen. Ich war auch gierig. Bau eine Hose. Gibt's irgendwo eine Hose? Nee, lauf jetzt. Geh aufs Känguru weg. Ich lauf nackig nochmal hin. Mein Känguru ist auf jeden Fall lecker vom Inhalt. Könnt ihr mal durchgucken gleich mit dem Loot. Ja, okay, Vollgas. Also da wollt. Oh, Alter! Ja, das ist dann tamen wir einfach 4000 Mammuts, Alter. Ja, easy. Ja. Easy. Ich habe auch irgendwie 10 C4s Remotes gelootet. Nein, hier ist ein Rhino an mir dran. Kommst du weg? Da ist Neon, sehr gut. Okay, ich glaube, ich komme weg. Haut mal den Velo noch wieder nach Hause, ne? Ja. Alter! Oh shit, ich habe Broken Bones, ich habe einen Schuss auf. Alter, Hilfe! Egal, porte, du kommst porte, weg. Porte, bitte. Ja, warte, ich porte. Porte schnell! Ja, ganz ruhig. Ist so ein Stress. Ich will nach Hause, ey. Ich will das nochmal festhalten, das ist somit die geilste Arc-Action, die ich je hatte. So, Alter, oh, bitte mega. Mein Känguru gucken. Das war krank, ey. Das war richtig ich renne nochmal nackig zur Base. Ja, gut, alles klar.
kannst auch immer noch da Zeug looten. Da liegen so viele tote Körper rum, die richtig krasses Gear dabei haben. Guck's dir an, ey. Hab einfach mal Blueprints auch noch Take All gemacht bei der einen Kiste. Stimmt, Blueprints kosten ja nix. Also haben ja kein Geld. Nee. Müssen wir mal die Flak-Blueprints durchgucken, ne, und so. Keine Ahnung. Pack mein Zeug auch mal hier im Schrank und dann gehe ich auch noch mal schnell hin. 3 Kaginos-Settles hat auch lustig, ey. Kaginos tamer mit Rocket Launcher, oder? Nein, mit Katapult. Kanone. Ey, dann das Kaginos zum Raiden tame, Alter. Noch eine neue Hose und dann schnappen wir uns noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Und halt 4 Bronto-Eier von einem 240er Männchen wahrscheinlich. Also da können halt auch gute HP-Stats rauskommen. So, ich bin jetzt kurz vor der Base, nackig. Warte mal, ist hier vielleicht irgendwo ein Loot-Sack, der geil ist? Ganz viele. Ich mach mal hier kurz Take All und pack das mal ein bisschen mit dir. Ihm, wenn du... Oh. Ich wurde aufgefressen von dem Spamm. Ich hab's gemerkt. Wie viele Schnecken haben wir geholt? 5, ne? Und ja, 7 haben wir jetzt. Als ob wir 7 Schnecken. Ja. Voll gut. Ja, wie viele Schnecken haben wir jetzt? 7. 7, ja. Wir haben 5 Stück geholt. Nee, und lass ihn in Ruhe. Nee, ich ärgere ihn. Ja, ich guck gerade hier durch, entspannt. Geht fit. Teri-Sättel nochmal 2 Stück. Alter! Aber schlechte. Egal, die gehen noch bis 50 Armor, Neon. Ja, okay. Die sind extra so eingestellt, weil Terry so stark ist. Ist auch eine Peracer-Platte noch? Ja, nimm mit. Bronto plattet mich mit. Ich gucke hier einfach mal durch, ob hier noch irgendwie, weiß nicht, Electronics oder so liegen. Auf entspannt. Sag mal, wieso kann Neon die ganze Zeit eigentlich da gucken und ich mache da eine Sekunde hin und bin tot? Also ich werde hier gerade auch des Todes gejagt. Und Neon die ganze Zeit, ja ganz hier ist niemand bei mir, hier ist komplett entspannt. Oh, ich habe eine Gasgranate oben, ich muss aber los. Wir hatten 2, ne? Genau. Wir haben es sogar irgendwie geschafft, nicht nur, dass jeder eine mitnimmt, sondern einer hat sogar 2 mit nach Hause genommen. Ja, ja. Und insgesamt hatten die 12 oder 13? 13 müssen sogar. 13. Überleg mal, und wir haben 5 Stück davon gekriegt. Ja, wir haben fast die Hälfte. Es kann ja gut sein, nächste Session, dass wir getriggert werden, das ist das Problem. Meinst du? Wir haben halt mit Abstand am meisten Schnecken gekriegt, ne? Surfer down? Black, warte. Er steht hier bei mir. Moin. Oh nein. Uff. Und jetzt Rollback und alles weg. Ja. Oh je. Fang dich! Ja, ich bin raus. Ich auch. Also ich bin tot. Oh, ich lebe noch, ich bin in der Base. Respawn allowed, jetzt muss ich 7 Minuten warten, what the fuck? Lol. Okay, ich stehe hier. Ach du Scheiße, ich stehe hier mitten auf der Brücke. Lebst so, du jetzt ich eigentlich kann respawnen. Ihn? Ich kann jetzt respawnen. Okay. Dann komm mal und schau mal, was Hope, wie Hope seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Ehre? Ehre. Alter. Komm mal rein. Hope. Take what? Die ganzen Blueprints, Alter. Mhm. Okay. Alter, das ist total abgefahren. Und hätte 200... Das Holzschild, Alter! Das Holzschild! Holzschild? Was hat das? Es hat 5700 Dura und kostet 2000 Wut. Also es ist halt ein Holzschild, ist nicht so groß, ne? Kann man damit auch Turrets tanken? Also, ich habe gerade ein Metallschild, ein lilanes oder ein pinkes, das hat 5500 Dura. Nur ja, das, Holzschild Vergleich. Das Holzschild hat mehr Dura? Ja. So, jetzt ganz kurz gucken, Terry. Moment. Ein Sattel musst du noch dazu rechnen in 50 Armen oder liegt irgendwo im Schrank hier bei uns. Alles klar, da haben wir jetzt 3 Terry-Sättel, das heißt, Anfang dieser Session sofort Terry's Tame. Und Mammuts. Und Mammuts haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Plattformen. Ey, aber das sieht man mal den wir gefunden haben, ne? Der hat deutlich am meisten Armor. Aber wir können jetzt ganz viele Hopes und so können wir noch tame. Wir haben ja sogar ein zweites Mammut schon. Moment, kann ich gleich mal hier den Sattel geben. Ja, müssen wir noch breeden. Stimmt, das können wir auch noch machen. Wir müssen halt jetzt gucken. Also wir haben jetzt 7 Schnecken. Nächste Session können wir noch nicht triggern, die übernächste könnten wir triggern. Kann halt gut sein, dass ein Tribe jetzt triggern nächste Session. Ich glaube aber, nachdem was gerade abging, könnte es auch gut sein, dass sie sich das zweimal überlegen. Und Schluss. Ah, schade. Okay. Scheiße. Boah, aber wie wobei, gut, ey. Das war der Hammer. Ich bin fix und fertig. Das war mit vielleicht sogar das Coolste, was ich in Aki erlebt habe. Aber auf jeden Fall mit. Also es wäre in den Top 5, würde ich da eine Liste machen. So, ich hoffe, dass das die Zuschauer genauso sehen. Ich fand's super nice. Jo. War verrückt. Vor allem, wie wir mit der Schnecke rausrennen mussten. Und Alter. das ich hab dann, so lachen, ey. Ich hab dann echt Panik bekommen, Alter. Ja. Mein Orientierungssinn, wenn ich Panik hab, ist halt so scheiße, ne? Also, ja.
Kannst mir eine gerade geben und lauf dahin und wenn, nee. Ja, ich dachte auch, ich schaff das nicht bis zum Teleporter, der das war Wahnsinn, ey. Und dann lachst du noch so die ganze Zeit. Ja, ich, so, ich bin hier kurz vom Rippen und renne hier mit einer 480 Pferd noch rum und so, weißt du, darum, ja. Ja. So gut, Leute, also wie es aussieht, geht's weiter. Nice. Wer hätte es gedacht? Das hätte kein Tribe verteidigt bekommen, kein einziges. Es gibt keinen Tribe, der das geschafft hätte. Nee. Das war einfach das 3- bis 4-fache Anmaße wie das letzte Mal, also im Revival Staffel 1 Finale. Staffel 1 war ein Witz dagegen, Staffel 1 kam das war lächerlich. Ja, das so, war ne? Absolut lächerlich. Also die Base jetzt auch von Sasun und so hätten Staffel 1 definitiv gepackt, das zu verteidigen, denke deswegen ich. Deswegen die Idee alleine, dass Tribes nachrücken dürfen, das ist schon, das macht viel aus und das ist, ich finde das super. Wobei ab jetzt keine mehr nachrücken. Wir haben jetzt gesagt, okay, jetzt setze ich eine 7. Okay. Aber das hat das Ganze viel, viel spannender gemacht. Ja, wir werden das auch auf jeden Fall beibehalten, das System. Wir werden dann, wenn es eine dritte Staffel gibt, nochmal wieder mit nachrücken, auf jeden Fall. So gut, Leute. Alles klar, erstmal runterkommen. Morgen ist bei uns dann schon die nächste Session, nächste Aufnahme. Da müssen wir uns auf jeden Fall viel Gedanken machen, wie wir dann jetzt fortfahren wollen. Weil jetzt auch noch so viel passieren kann. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten. Aber die Session lief jetzt richtig genial. Also, gerade wenn man sich den Anfang anguckt, war das noch doof und jetzt ist geil. Denkt man, das wird eine Farm- und Tame-Session wahrscheinlich, ne? Also, hey. Leute. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüssi. Macht's gut, tschüss. Ehre. Ehre. Alter.